erstmal den Tisch sauber machen. Ja, wir haben jetzt heute den 2. Oktober, das heißt, es sind noch 3 Tage und dann geht's ab nach Pulverdingen. Und ich sage erstmal Hi und herzlich willkommen zu meinem Bonsai in Koi. Und der Inhalt dieses Videos ist schnell beschrieben. Ich gehe in den Bonsai-Garten Baumeister nach Pulverdingen, verbringe da einen hoffentlich tollen und hoffentlich auch trockenen Tag mit ganz arg vielen tollen Leuten. Sebastian ist auch dabei. Ich denke, den werden wir in dem Video auch mal bestimmt zu Gesicht bekommen. Und ich spare es mir dieses Mal, euch zu zeigen, wie ich mein Werkzeug zusammenpacke. Das wird wieder identisch sein. Wobei, ich glaube, ich nehme noch ein Tool mit, so viel sei verraten, das Strom braucht. Und ich hatte es irgendwo in einem anderen Video mal gesagt, dass ich euch nicht spoilern möchte, was ich mitnehme und ihr dafür eure Tipps abgeben sollt. Und es gab tatsächlich ein paar, ich glaube, es war sogar ein großgeschriebenes Paar an Leuten, die die richtige Baumsorte getippt haben. Zu gewinnen gibt es bei mir leider nicht so oft was, aber top, sehr gut aufgepasst. Und ich muss umbauen, bevor ich euch das Bäumchen für den diesjährigen Workshop in Pulverdingen zeigen kann. Und jetzt wisst ihr, was ich am Samstagmorgen irgendwie versuche in meinen durchaus großen, aber auch nicht unendlich großen Kofferraum zu bekommen. Und Glückwunsch, ich habe extra noch mal geschaut, an Bonsai Pete und an Mike von Mike's Bonsai & More, denn die zwei haben tatsächlich drauf getippt, dass ich eine Orientalin mit zu Rolf Baumeister nehme. Ich drehe das Ding mal und ihr seht, es ist eine sehr außergewöhnliche Form. Ein ziemlich langer Baum, der mir aber, als ihn Andy mir präsentiert hat, und ich schmeiße euch irgendwo die E-Mail-Adresse von Andy sicherheitshalber noch mal rein, falls ihr auch auf solche Trümmer steht, er hat mir von Anfang an gefallen und das hatte einen ganz klaren Grund und der Grund liegt hier drin. Er hat hier schon eine abgestorbene Stelle und das schreit für mich nach hohler Stamm. Ihr seht auch, er hat so eine Windung und auch hier hat er schon eine tote Stelle. Und mir gefällt auch dieser zweite dazu, denn ich habe mir jetzt mal so als ersten Gedankengang überlegt, wie wäre es denn hier so eine Vater-Sohn-Geschichte zu gestalten. Ihr seht gerade nicht den Stammansatz, der ist, Moment, so groß. Ja, also da ist echt Substanz da. Ich kann an den Baum auch ran, weil ich habe ihn im Frühjahr 2023 umgetopft. Er hat gut ausgetrieben. Ich habe ihn auch schon zweimal zurückgenommen. Und Vater und Sohn heißt, ein dicker, großer, ein kleiner, dünner. Was nehme ich für ein Werkzeug mit? Naja, ganz klar. Warum soll ich die Sauerei mit der Fräse bei mir zu Hause machen, wenn ich das auch bei Rolf in seinem Bonsai-Garten machen kann? Naja, arbeite ich doch da lieber mit dem harten Gerät. Das harte Gerät kommt. Ich bin schon vollkommen nervös, merkt ihr, weil ich habe dieses Ding hier seit 1,5 Jahren im Kopf. Ja? Also ich bin nervös. Das harte Gerät wird zum Einsatz kommen, denn ich werde mich hier reinarbeiten. Und hier, und warum erzähle ich euch denn eigentlich alles? Ich könnte es jetzt auch noch mit Kreide einzeichnen, wo ich arbeiten möchte. Aber wisst ihr was, in 3 Tagen erzähle ich das ja bei der Baumpräsentation nochmal. Und dann lasse ich mich da doch einfach vom Sebastian filmen. Und dann kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und dann seid ihr über meine Pläne informiert und die ganzen Freunde und Bekannten beim Workshop, die sind dann auch im Bilde. Also, wir sehen uns in Pulvi. Jetzt kommt's. Mit Pilz. Ja, wie schön gegangen. Das ist jetzt mein Hauptopfer heute. Orientalische Hainbuche. Ich habe mir den beim Andi gekauft, weil er mir super geil gefallen hat, weil mich das hier fasziniert. Ich will hier, das war für mich der Hauptpunkt, ich will hier hohler Stamm.
Das ist heute die Aufgabe, die ich mir heute gesetzt habe. Ganz hohl innen drin. Ja, soweit ich reinkomme. Und ich habe hier auch nochmal, unter Umständen werde ich auch versuchen, hier durchzubohren, dass ich das Wasser abfließen lassen kann. Ja, das kann auch sein, dass hier nochmal Totholz übergangstechnisch entsteht. Und jetzt kommen wir zu allem, was wir vorhin gesagt haben, was falsch ist. Ich will dann die Äste hier nach unten holen, das hier aufbauen und dann soll das in meiner ersten Planung eine Vater-Sohn-Geschichte werden. Ich würde den hier auf der Höhe kappen, mit dem hier weitermachen, dass sie sich hier nicht in den Weg kommen. Wobei es auch kein Problem wäre, den zu entfernen. Ja. Und wie sieht er unten aus? Das würde ich nicht weißt machen. Weißt du das schon, oder? Also unten sieht er, wir können ihn auf den Boden stellen. Das sieht aber gut aus. Oder? Ja, also ich habe ihn einmal getopft vor anderthalb Jahren. Von daher ist er auch gut etabliert. Ich habe ihn auch irgendwann Ende August noch mal ein Stück weit zurückgeschnitten. Und mehr oder weniger würde ich tatsächlich irgendwas in Richtung Literat gehen. Aber viel Totholz. Hohler Stamm, Harry Harrington. Ob er mir dann hier irgendwann mal vielleicht noch mal irgendwas bringt, keine Ahnung. Fakt ist, das hier ist ohnehin schon morsch. Was willst du mit der Seite hier machen? Auch noch? Finde ich auch nicht schlecht. Auch schon. Da ist er auch schon. Das wäre im Endeffekt eine Geschichte, ob ich hier vielleicht komplett... Ja, ist einfach, ich habe... Das so geil aussieht, gell? Dann das Bohle innen drin. Wird. Und dann würde ich auch gucken, dass ich oben hier durchkomme. Richtig, dass ich einen Abfluss habe. Innen hohl ist. Genau. Und dass das mit dem Linie schön lassen. Und auch schön in den Riss. Weißt du, hier auch durchaus vielleicht an die Rinde ein Stück weit rangehen. Und hier auch nochmal ein Stück. Aber ich möchte, aber das hier muss bleiben. Das hier muss bleiben. Der Weg hier muss bleiben. Das ist so. Deswegen habe ich ihn damals ausgesucht. Und das ist immer so, das Vater-Sohn ist cool, der ist so jung, ja, der ist so alt, klein, groß, auf die Höhe auch, denke ich, das kannst du da gut machen. Eventuell auch mit dem dann dahinter. Ja, ganz da habe ich ja. Mit dem. Ich würde auch mit diesem weiterarbeiten. Ja. Ich meine, der kriegt ja schnell dicke. Der kriegt schnell dicke, ja. Ja, dann habe ich hier noch einen. Also einfach so, dass hier der kleine Baum und hier der große Baum. Ja. Und hier muss ich ein bisschen nach unten gehen, ja, mit denen hier. Und hier oben, also da muss jetzt nichts über Verdickung, Verjüngung oder sonst irgendwas reden, um das geht es bei dem Baum nicht. Ja. Hier oben würde ich ihn auch wegnehmen. Da würde ich auch im Totholzbereich arbeiten. Hier. Ja. So runterfräsen. Bis genau die Kuhle hier im Endeffekt rausnehmen. Und dann beten, dass er überlebt. Du meinst hier, wo abschneiden? Abholen. Oh. Weißt, was mache ich mit dem Abmösling? Ich habe einen knallharten, einen mega geraden, blöden Stamm. Genau, wenn er müsste ich ihn hier abmosern, das lohnt sich nicht. So, ich hoffe, ihr habt jetzt so ein Stück weit mitgekriegt, wohin die Reise gehen soll. Und ich habe euch ein paar Eindrücke von der Diskussion rund um mein Vater-Sohn-Projekt einfangen können. Ich bin jetzt mega heiß auf den Baum und heute ist hier im Bonsai-Garten Baumeister irgendwie Frästag. Überall hört es sich an wie beim Zahnarzt, aber nein, es geht nur um Holz und ich fange hier jetzt an. Das machen wir natürlich im Schnelldurchlauf, weil, naja, mit Musik ist schöner wie mit dem Fräslarm. Alter Pulli habe ich auch angezogen. Ich bin nervös, richtig nervös, aber ich habe eine riesen Vorfreude. Und ihr dürft jetzt mit auf die Reise mit Vater und Sohn und mir gehen.
erste größere Pause und ihr seht, ich habe hier inzwischen schon ziemlich viel umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe. Faszinierend wie immer bei diesen Bäumen, der Übergang von den toten Partien in die lebendigen. Aber ich habe hier noch ein Stück weit zu tun, denn ich möchte hier noch hohler werden. Müssen wir mal schauen, dass wir die Orientalien so ein Stück weit in die Horizontale bringen. Nicht falsch verstehen jetzt. Ja. Und dann werde ich mich diesem oberen Segment widmen. Ganz wichtig, ihr habt es gesehen, es ist mächtig viel geflogen. Die Entscheidung, diese Arbeiten hier in Pulverdingen zu machen, war Gold wert, denn die Sägespäne habe ich zu Hause nicht zum Wegkehren. Clever. Und jetzt sitze ich doch wieder in meinem Garten und die Fräserei geht gleich weiter. Genau eine Woche nach dem Workshop in Pulverdingen habe ich heute zumindest richtig schönes Wetter und ihr seht, ich habe keine spezielle Location. Ich sitze einfach nur irgendwo auf meinem Rasen. Der wird eh noch mal gemäht, das heißt, die Späne sind da nicht ganz so wild. Ihr habt es am Schluss gerade gesehen, die Diskussion, der Austausch. Naja, und bei den Workshops bei Rolf Baumeister nimmt das immer ganz schön Zeit in Anspruch. Und mir war es von vornherein klar, dass ich an dem Tag nicht fertig werde. Ihr seht auch gerade gar nicht so richtig, was ich alles gemacht habe, denn jetzt geht's hier oben ran. Ich möchte auch diesen Schritt jetzt gehen, einfach damit der Baum vorbereitet ist für den Winter und für die nächsten Bearbeitungsstufen. Und ich mache das jetzt mal, denn naja, es ist Samstag, heute kann ich Krach machen und morgen am Sonntag hoffe ich, dass die Sonne wieder scheint und ich euch dann so ein klein wenig mehr zeigen kann, was ich schon erledigt habe, was ich noch vorhab und wie ich den Baum weiter gestalten möchte. Also Fräse raus, Ohrstöpsel rein, Brille auf und los geht's.
ganz schön viel Baum auf dem Bild und er passt nicht mal ganz rein. Schaut mal hin. Und ich drehe die Orientalien einfach mal. Und ihr merkt, ich sitze unter meiner Pergola. Naja, das ist nicht sehr verwunderlich. Ich habe beide meine Scheinwerfer an, denn, naja, der Herbst klopft immer mehr an die Tür und die Tage werden kürzer. Aber man hat natürlich auch beruflich was zu tun. Aber ich möchte jetzt endlich dieses Video zu diesem Workshop, zu meiner total verrückten Orientalin auf die Zielgerade bringen. Ich habe gestern schon bei deutlich dunkleren Verhältnissen ein Stück weit vorgearbeitet, denn wer genau hinschaut, der sieht, ich habe hier oben gedrahtet, so dass ich noch ein bisschen was in diesem Video auch mit euch machen kann, habe ich hier einfach mal einen Ast noch nicht ganz fertig gemacht, so dass wir auch sagen können, wir haben an dem Baum nicht nur gefräst, oder ich habe an dem Baum nicht nur gefräst wie der Wahnsinnige, sondern ich habe auch ein Stück weit Draht angelegt. Denn der wird natürlich jetzt eine ganz wichtige Rolle spielen, denn es gilt, diesen Wuschel hier, naja, ein klein wenig zu verteilen. Die unteren Äste hier habe ich auch gedrahtet, den hier habe ich auch gedrahtet. Ich schaue gerade, ob ich jetzt alle Drähte dran habe. Meine, ja, nee, hier haben wir einen, da waren wir gestern Abend wohl faul oder es war zu kalt. So, den haben wir jetzt auch fertig. Was anderes habe ich auch noch gemacht, aber dazu müsst ihr so ein Stück weit näher zu mir an die Orientalien ranrücken. Schauen wir doch mal auf die Wunden. Und wer jetzt hier ein bisschen genauer hinschaut, ich hoffe, man sieht so im Scheinwerferlicht, es glänzt ein wenig. In diesen ganzen Bereichen, wie auch hier oben, habe ich die Arbeiten schon gemacht. Aber ich wollte euch zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe hier am Rand entlang mit diesem Ding hier nochmal versucht, so einen besseren Übergang, das ist jetzt natürlich der Vorführeffekt, einen besseren Übergang zu schaffen von gefrästen Stellen und Totholz. Weil die Orientalien, ich könnte euch das am Koloss zeigen, die Orientalien kann eins verdammt, verdammt gut. Die kann verdammt gut Wundverschluss. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, ja, und was ist mit der Knete? Die habe ich nicht benutzt in dem Fall. Ich habe hier ein anderes Mittel zum Einsatz gebracht. Das zeige ich euch gleich, aber ich will es euch erstmal in Aktion zeigen. Schaut mal hier, das ist so eine gelbe Paste und die habe ich rundherum an die Übergänge zwischen zukünftig tot und lebendig aufgetragen, damit hier ein Schutz besteht und die Wundverheilung in all diesen Bereichen besser funktionieren kann. Und was habe ich hier im Einsatz? Naja, genau wie die Hainbuche kommt auch dieses Produkt aus Kroatien. Das hat mir Andi diesen Sommer, als ich in Kroatien im Urlaub war, mitgegeben. Ich muss es noch mal aufmachen, denn es riecht herrlich, ja, leicht süßlich. Es riecht wie Honig und eigentlich möchte man es sich am liebsten aufs Brot schmieren. Vermutlich würde das sogar gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwelche Stoffe drin sind, die für den Organismus schädlich sind. Ob es dann allerdings schmeckt, ich weiß es nicht. Basis für dieses Produkt, Wellebit heißt es und ich kann euch eins sagen, ich habe es versucht zu googeln, ich habe es nirgends gefunden im Internet. Ja, den Hersteller, aber nein, eine Bezugsquelle, muss ich wohl nochmal auf Andi zugehen. Aber zunächst mal will ich es testen. Ich habe es schon ein paar Mal in Einsatz gehabt und jetzt hier, naja, bei der kroatischen orientalischen Hainbuche, besser kann es doch gar nicht passen. Ich hoffe, das funktioniert gut. So, was haben wir noch offen? Ihr seht jetzt meine toten Stellen. Die hier habe ich ja jetzt auch gemacht. Und jetzt geht es natürlich so ein Stück weit weiter, was die zukünftige Gestaltung anbelangt oder wie es mit diesem Baum weitergehen soll. Und da möchte ich euch zunächst mal
meine zweite Alternative zeigen. Dazu muss ich allerdings umbauen und ich bin mal gespannt, wie euch die Variante gefällt. Ich muss mich jetzt so ein Stück weit zurücklehnen. Nee, ich könnte ja eigentlich auch nur mit meinem Hocker ein Stück verrutschen. Machen wir es doch so. Ja, das ist meine Variante Uno 1. Und ihr seht, nein, bitte, nee. Ich sehe es jetzt nicht als Halbkaskade an, ja. Aber das war so ein Gedanke, nicht die ursprüngliche Idee, aber man bewegt ja so ein Bäumchen immer ein bisschen hin und her. Ihr seht, ich habe hier so eine Kiste als Stütze, als Stellungshilfe engagiert. Ja, das ist jetzt mal so Variante 2. Vorderseite irgendwo in diesem Bereich und ihr wisst ja, den Buschel, um den kümmern wir uns gleich. Was bei Variante 1, aber auch bei Variante 2, meinem Favoriten, immer auffälliger wird, der Sohn. Blöde Geschichte. Der stört mich inzwischen fast ein wenig. Deswegen steht der ganz massiv auf dem Prüfstand. Also, Variante 1, die schiefe Orientalin aus dem Schwabenland. Oder die aufrechte Schönheit. Moment, ihr seht sie ja gar nicht. Die ist ja jetzt noch höher als vorhin. Ich baue kurz um. Ganz kurz, gebt mir kurz. Ich glaube, ich mache doch wieder mehr kleinere Bäume hier. Ja, das ist jetzt mal, Moment, ein bisschen mehr in die Mitte holen. Vorsichtig natürlich. Das ist jetzt so mein Favorite und gefällt mir besser. Auch natürlich, weil ich die gesamte Gestaltung des Totholzes auf dieser Vorlage mit dieser Stellung durchgeführt habe. Ihr seht, ich habe hier unten diesen großen Bereich. Ich habe hier diese Vertiefung, momentan die tiefste Stelle im Baum. Hier die zweite Vertiefung mit dem Loch hier durch, so wie ich es ja auch geplant hatte. Und hier oben der weitere Totholzbereich. Und über eins brauchen wir uns bei dem Baum überhaupt gar nicht unterhalten. Hier geht es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob ich jetzt in irgendeiner Stellung eine Verdickung, eine Verdünnung oder sonst irgendwas habe. Denn das hier ist ein absoluter Zwischenstand. Es wird sich noch viel am Holz tun, aber ich möchte nicht zu viel auf einmal machen. Ich werde auch oben alles dran lassen, denn ich möchte sehen, welche Äste überleben, welchen Ästen ich vielleicht auch so ein Stück weit die Energiezufuhr in meinem jugendlichen Leichtsinn gekappt habe. Aber ich bin guter Hoffnung, dass das kein Problem sein wird. Und es muss noch mehr tot werden. Ja, also nicht ganz tot. Schwarz-Weiß-Video möchte ich zu diesem Megateil hier nicht haben. Aber ich möchte hier noch viel, viel mehr arbeiten. Es ist die allererste Bearbeitung nach der Ernte. Und im Moment gar kein Thema. Skurril, verrückt. Ich versuche jetzt so ein Stück weit, weil da möchte ich vorsichtig sein, hier oben die Äste nach unten zu ziehen, so ein klein wenig zu stellen, damit ich euch noch ein bisschen mehr von meiner Vision mit auf den Weg geben kann. Seht ihr meine erste Gestaltungsvariante für den oberen Bereich. Und bevor wir uns das Ding jetzt noch mal in voller Größe anschauen, möchte ich euch kurz noch mal einen Blick auf den Stammansatz werfen lassen, weil das bietet sich in der Kameraposition super gut an. So sieht er jetzt aus, der Stammansatz. Und
einfach mal so für einen kleinen Größenvergleich, das hier, das ist meine Hand, nur damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was hier unten an Masse steht. Aber genug von oben, genug von unten, schauen wir uns das Ding nochmal komplett an. Also der Wundverschluss, wie gesagt, riechen traumhaft und Honig, naja, Propolis ist da auf jeden Fall mit drin. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber naja, ihr wisst ja, Honig bebt auch ein bisschen, also er klebt auch ein wenig. Und wenn du an so an dem Baum rumhantierst, kommst du halt doch immer irgendwie an die versorgten Stellen. So, gehen wir in den Endspurt für das Jahr 2024 mit der Orientalin und den Gesamtanblick. Ich zeige euch mal meine bevorzugte Vorderseite. Hier werde ich jetzt natürlich auch noch dieses kleine Ästchen, das wird nächstes Jahr und in Zukunft gehegt, gepflegt, getan, gemacht. Das darf wachsen, wachsen, wachsen. Ich habe ja hier eine sehr markante Stelle im untersten Bereich, auch mit viel Totholz. Und ich lasse ihn mal dran, den Sohnemann. Aber vielleicht wird er nochmal auf die Höhe hier gekürzt, vielleicht auch auf die. Vielleicht kann ich ihn auch beim nächsten Umtopfen sauber entfernen, dass er ein eigenes Bäumchen werden kann, muss ich schauen. Neues Umtopfen, erstes Thema, oder nächstes Umtopfen, erfolgt im Frühjahr. 2 Jahre steht die Hainbuche jetzt hier drin und ich möchte sie gerne in die Position, oder ich bin auf euer Urteil gespannt, in die andere Position eintopfen. Einfach, damit ich diese Hilfskonstruktion hier nicht brauche, um die Ast- und Zweigentwicklung zu manipulieren. Ganz klarer Fall, nächstes Jahr darf das Ding erstmal austreiben. Machen tue ich am Totholz, wenn dann erst wieder jetzt um diese Jahreszeit Richtung September, Oktober, November was. Wenn ich sehe, welche Stellen sind abgestorben, welche braucht er, wo hat er hier Kalus gebildet, denn da ist dann noch Leben drin, wo ist kein Kalus gebildet, da kann ich vielleicht die Totholzstellen noch ein bisschen größer machen. Und ich habe da echt ein Kopfkino, eine Vision und ich weiß, die ist im Moment sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, aber es ist mein verrücktestes Projekt bisher, mit Sicherheit meine total verrückte Orientalin, und ich hoffe trotzdem, dass euch das Bäumchen, naja, ob es euch jetzt gefällt, ich wage es zu bezweifeln. Lasst mir einfach in den Kommentaren mal da, was ihr von dieser Vision haltet, ja? Weil ich habe ja auch noch, das muss ich noch kurz ausführen, ich habe ja auch noch Möglichkeiten, denn wüchsig ist das Ding ohne Ende. Das heißt, ich kann auch hier mit Pfropfungen vielleicht hier noch einen Ast reinziehen, vielleicht auch hier hinten noch einen Ast reinziehen. Also immer bedenken, es war die allererste Bearbeitung nach der Ernte und die war heftig und die beende ich jetzt. Genauso wie ich das Video beende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf eure Meinungen gespannt. Ich verstehe, ob der Verrücktheit dieser Vision jeden Daumen, der nach unten geht, aber ich freue mich umso mehr über jeden, der nach oben geht. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Ich verspreche, wieder ein Stückchen bodenständiger, ein bisschen gemäßigter. Aber ich muss hier jetzt aufhören. Ich muss auch noch aufräumen. Das Licht geht aus und deswegen mache ich jetzt einfach auch mal so das Licht aus. Ciao, ciao. Kommt gut durch die Woche. Bis nächsten Freitag, 18:30 Uhr, hier auf YouTube. Thank you.